Was ist los, Kapitän Mango? Wale? Haie? Eine Flasche! Mit einer Nachricht drin! Kommst du dran, Ben? Auf sie! Ich wollte schon immer mal eine Flasche mit einer Nachricht finden. Das ist so mysteriös. Oh mein Gott, das ist keine Nachricht. Das ist eine Schatzkarte. Sind das nicht die Inseln auf der Karte? Das sind sie bestimmt. Bring uns zur Schatzinsel, Kapitän Mango. Wir fangen bei dieser Eiche an. Die ist genau hier auf der Karte. Der Karte zufolge sind wir fast schon am Ende der Strecke. Wir sind da! Ja, wir sind da! Hier bin ich! Captain John? Annie? Ben? Mango? Was macht ihr denn hier? Geht's dir gut, Captain John? Jetzt, wo du kein Geist mehr bist? Ei, ich bin jetzt ein Schatzsucher. Ich segle über die 7 Weltmeere und suche nach vergrabenen Piratenschätzen. Wow! Welche Schätze hast du schon gefunden? Naja, eigentlich ist das meine erste Schatzsuche. Ich habe eine halbe Schatzkarte in einer Flasche gefunden. Oh, wir auch! Nun, wir haben 2 Teile einer Karte. Aber sie passen nicht zusammen. Das liegt daran, dass der mittlere Teil der Karte fehlt. Ich glaube, Mango hat etwas Wichtiges gefunden. Irgendjemand hat etwas in den Pfahl dort geschnitzt. Das wurde geschrieben von Captain Long Tom Chapman. Er war ein berühmter Pirat, der vor Hunderten von Jahren durch die Meere gesegelt ist. Jeder Captain kennt ihn. Nachdem ich die Ozeane jahrelang besegelt habe, habe ich, Captain Long Tom Chapman, meinen letzten und wertvollsten Schatz auf dieser Insel vergraben. Oh Mann! Ich darf buddeln und keiner wird wütend auf mich, weil ich Blumen ausbuddele. Ich glaube, hier ist kein Schatz, Captain John. Dann sollten wir hinter dem Pfahl graben. Gute Frage. Mango möchte wissen, wie wir aus dem Loch wieder rauskommen. Ich habe nicht wirklich darüber nachgedacht. Ich war so aufgeregt, einen Schatz zu finden. Ich kann mich auf deine Schultern stellen, Captain. Ben kann auf meine Schultern klettern und Mango kann rausklettern. Okay, kletter hoch, Annie. Ben, kletter hoch. Du solltest ja mal die Krallen kürzen, Ben. Tut mir leid, Captain John. Du bist dran, Mango. Hol das Seil aus meiner Düffeltasche. Und jetzt binde ein Ende des Seils am Pfahl fest und wirf uns das andere Ende herunter, damit wir rausklettern können. Ich kletter als Erster hoch und helfe euch beiden raus. Geschafft. Wartet. Ich hab euch. Danke, Captain John. Da haben wir echt ein tiefes Loch gegraben. Ei, Annie. Ich glaube, hier ist kein Schatz. Vielleicht hat jemand anders ihn schon ausgegraben. Wir Hunde machen das ständig mit Knochen. Das ist so ein Hundeding. Oh mein Gott! Mango hat die fehlende Mitte der Karte gefunden. Und das X ist auf diesem Berg. Der Schatz ist nicht hier. Er ist dort! Oh. Oh. Wir haben ihn! Eine
echte Piratentruhe. Das könnte ein Vermögen in Form von Gold und Diamanten sein. Oder eine Menge Bilder und Bücher. Kein so richtiger Schatz. Da liegst du falsch, Ben. Das ist der beste Schatz von allen. Hier ist Captain Chapman, wie er auf dem Monster von Loch Ness reitet. Ich habe gehört, die waren befreundet. Wow, sieht so aus, als wäre er auch ein guter Tänzer gewesen. Einer der Besten, wenn man dem Bild glaubt. Wow, er war überall und hat alles gemacht. Er war bei den Meerjungfrauen in Atlantis. Da waren wir auch. Muss schwer gewesen sein, das unter Wasser zu zeichnen. Das muss ein Bild von Captain Chapman und seiner Crew sein. Das ist ein fantastischer Schatz. Sogar noch besser als Gold und Diamanten. Es ist alles, was er wirklich geliebt hat. Wir können das nicht mitnehmen. Der Schatz gehört niemandem außer Captain Chapman. Vielleicht kommt eines Tages seine Familie und sucht den Schatz. Denen sollte der Schatz gehören. Nun, wir sind heute nicht reich geworden, Annie. Aber wir haben einen Piratenschatz gefunden. Nimm du die Karte, Annie. Ein Andenken an den heutigen Tag. Auf Wiedersehen, Captain John. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Hey, Annie. Weißt du, was ein Pirat sagt, wenn er trockenes Gras sieht? Ich sollte nicht fragen, aber nein, Ben. Was sagt der Pirat? Er sagt Ahoi, ab. Hoi. Oh, Ben, schlechter Witz. Oder? Natürlich, Ben. Deshalb wird Ihr Land auch die Smaragdinsel genannt, weil es so grün ist. Zur Seite, Platz für den Kobold. Wichtiges zu erledigen. Kobold? Was ist denn Kobold? Kleine magische Menschen, die in Irland leben. Der Sage nach müssen sie einem, wenn man sie fängt, einen Topf voller Gold geben. Das hättest du nicht sagen sollen. Mango liebt es, Schätze zu suchen. Folgt dem Affen! Was war das für ein Geräusch? War das eine Todesfee? Oh, hör auf, das kitzelt. Oh je. Ah, du bist keine Todesfee. Eine Todesfee ist ein schreiender Geist. Du bist nur ein Affe. Du bist ein echter Kobold? Echt genug, um mit einem Affen zu ringen. Das steht fest. Ich vermute, du willst meinen Topf voll Gold, oder? Nun, ich habe keinen. Du musst dich mit einer Tüte Erdnüsse zufrieden geben, die ich gefunden habe. Ich bin Annie, das ist Ben und das ist Mango. Ich bin Seamus. Das mit dem Topf voll Gold tut mir leid. In den Geschichten heißt es, dass alle Kobolde einen Topf voll Gold haben. Nun, ich hatte mal einen, aber ich habe ihn irgendwie verlegt. Oh, bist du deshalb so traurig? Oh, was für eine Schande. Ein Kobold ohne Topf voll Gold ist wie ein Hund ohne Knochen. Ich habe keinen Knochen. Dann weißt du ja, wie ich mich fühle, Hundchen. Okay, das war genug Selbstmitleid. Lasst uns einfach nach deinem Topf voll Gold suchen, damit wir alle wieder glücklich sind. Und was ist mit dem Knochen? Okay, wir finden auch einen Knochen für dich, Ben. Oh Mann. Hier hatte ich ihn zuletzt. Meine Güte, ist das ein Feenring? Ja, das ist einer. Die Feen tanzen und singen hier. Ich war hier und habe Dates Schuhe repariert. Er tanzt sich jede Nacht die Sohlen kaputt. Du reparierst Schuhe? Kobolde sind auch magische Schuster. Schuster machen und reparieren Schuhe. Das englische Wort für Kobold Leprechaun bedeutet auf Gälisch sogar Schuhmacher. Ja, Mango denkt, dass die Feen den Topf vielleicht weggebracht haben, damit sie mehr Platz zum Tanzen haben. Können wir eine Fee fragen? Mal sehen, ob Dale da ist. Hallo, Dale. Bist du zu Hause? Jetzt schon. Was ist, Seamus?
Seamus findet seinen Topf voller Gold nicht mehr. Habt ihr ihn weggebracht? Wir brauchten mehr Platz zum Tanzen für einen Texas Two-Step. Marty hat den Topf auf einen Baumstumpf gestellt. Danke, Dale. Ich bin übrigens Annie. Und das sind Ben und Mango. Ein Affe habe ich noch nie getroffen. Tanzt du gerne? Wir Feen tanzen gerne. Wir beherrschen alle Tänze, die es gibt. Sieh mal. Oh nein, tu's nicht. Wenn du anfängst zu tanzen, geht die Zauberei los. Und dafür haben wir keine Zeit. Lass uns meinen Topf voll Gold suchen und dann einen Knochen für Ben. Entschuldige die Frage, aber ist es nicht schwer, einen Topf voller Gold zu verlieren? Nicht, wenn man so viel zu tun hat. Ich mache die Schuhe für alle übernatürlichen Wesen in Irland. Jede Nacht mache und repariere ich über 1000 Paar. Todesfeen sind am schlimmsten. Sie mögen Schuhe, haben aber keine Füße. Und wenn man sie etwas fragt, machen sie immer nur... Oh je! Ja, versuch mal, dich so zu unterhalten. Ich wusste gar nicht, dass Kobolde so viel zu tun haben. Annie! Wuff, wuff, wuff! Gefunden! Mein Topf voll Gold! Warte auf mich, Seamus! Wow, der Deckel sitzt fest drauf. Ihr habt ihn gefunden. Ihr seid meine Helden. Ich weiß nicht, wie ich ohne euch hätte... Wie soll ich ihn jetzt wiederfinden? Tut uns leid, Seamus. Ohne mein Topf voll Gold bin ich nur ein kleiner Schuster. Schuster, Schuhe, tanzen. Ich glaube, ich weiß, was wir tun können. Warte hier. Keine Sorge. Annie hat immer gute Ideen. Ich glaube dir. Und während wir warten, Mango, was hältst du von einer Runde Armdrücken? Okay, das ist ein Fall für eine Meisterschaft. Wieder da. Hallo, Seamus. Annie hat eine super Idee, wie wir dein Gold finden können. Ein Tanz? Wie soll der helfen? Nicht irgendein Tanz. Wir Feen können alle tanzen. Und dieser hier ist... Ein Regentanz! Oh, das ist wundervoll. Jetzt bin ich nass und habe immer noch keinen Topf voll Gold. Es geht nicht um den Regen, sondern darum, was nach dem Regen passiert. Ein Regenbogen. Und was ist am Ende jedes Regenbogens? Ein Topf voll Gold. Da ist er ja. Wuff, wuff, wuff. Am Ende des Regenbogens. Wuff, wuff. Mein Gold. Und Dales Zaubertanz hat einen Knochen für Ben und eine Banane für Mango gezaubert. Und nicht für Annie? Doch, natürlich. Ein paar von Kobolden gemachte Tanzschuhe. Wie schön. Vielen lieben Dank. Naja, jetzt haben wir alle, was wir wollten. Also sollten wir uns auf die Schuhe machen. Versteht ihr? Schuhe. Wie auf die Socken machen. Aber wegen Annies neuer Schuhe. Versteht ihr? Oh, schlechter Witz, Ben. Der Witz wird den Todesfeen gefallen. Schafft. War das ein Scherz, als du gesagt hast, dass diese Teile alle ohne LKW und Maschinen gebaut wurden? Das wurde alles in Handarbeit gebaut. Tausende Menschen haben daran gearbeitet, siehst du? Hey, Bilder! Diese Bilder heißen Hieroglyphen. Damit haben die alten Ägypter ihre Geschichten erzählt. Wow, wie Comics! Keine Angst, Mango. Ich habe eine Lampe dabei. Wie kommen wir jetzt wieder raus? Wir finden den Weg nach draußen bestimmt. Wenn wir die Hieroglyphen lesen. Eine Mumie! Immerhin, nur eine kleine. Willkommen in meiner Pyramide. Es ist schön, Gäste zu haben. Vielen Dank. Ich wollte schon immer mal die Pyramiden sehen.
Du verstehst ihn, obwohl er die ganzen Verbände über dem Mund hat? Es geht nicht darum, was er sagt, sondern wie er es sagt. Und er ist ein Freund. Schön, dich kennenzulernen, TK. Ich bin Annie und das sind meine Freunde, Ben und Mango. Hallo. Wollen wir ihm helfen, was zu finden? Wir sollen ihm helfen, etwas zu finden. Ups, die Batterie ist alle. Danke, TK. Das ist viel besser. Oh, das ist aufregend. TK sucht nach einer versteckten Schatztruhe. Oh, Mann! Ich wollte schon immer auf eine echte Schatzsuche gehen. Ja, vor allem in einer Pyramide mit einer echten Mumie. Laut Hieroglyphen sollen wir hier entlang. Aber das ist eine Sackgasse. Was machen wir jetzt? Oh nein! Es ist eine Falle! Wir werden zerquetscht! TK sagt, wir sollen die Wände lesen. Vielleicht gibt es einen Weg nach draußen. Gut gemacht, Mango. Danke, Mango. Folgt TK. Ist das nicht toll? So mysteriös. Ich bin nur froh, dass wir nicht zerquetscht wurden. Oh, oh. Das ist ein ziemlich tiefes Loch. Das ist ein Abgrund. Wie kommen wir auf die andere Seite? Da oben ist eine Stange. Wir könnten uns rüberschwingen. Aber die ist zu weit oben. Immer noch zu weit weg. Aber vielleicht... Vielleicht was? Mangos Füße sind kalt. Alle gut festhalten. Mango, du greifst nach der Stange. Yeah! Oh. Geschafft! Geschafft! Ja! Hurra! Noch eine Falle! Schnell auf die andere Seite! Ich hab dich! Springt! Wow, das war knapp! TK sagt, es ist okay. Das ist die Schatztruhe, die er gesucht hat. Eine Spielzeugkiste. Ich habe auch eine zu Hause. Hey, Mango. Für TK ist das ein Schatz. TK möchte dir eins seiner Spielzeuge als Souvenir schenken. Das ist ein Soldat mit einem Hundekopf. TK sagt, es ist Anubis. Das ist ein Schakalkopf, kein Hundekopf. Diese Hieroglyphen zeigen, dass Anubis die Pyramiden und die Mumien darin beschützt. Er ist TK sehr wichtig. Oh.
Das hat echt Spaß gemacht. Aber wie kommen wir aus der Pyramide raus? Wow, ich wünschte, es würden so coole Sachen passieren, wenn ich in die Pfoten klatsche. Danke, TK. Dieses Abenteuer werden wir nie vergessen. Was? Was ist los, Mango? Okay, wie Ägypter gehen. Verstehe. Tschüss, TK. Wir kommen dich irgendwann mal wieder besuchen. Oh, ja. Und nächstes Mal wollen wir deine Famumie kennenlernen. Oh, schlechter Witz, Ben.